Eines ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Es wird auf mein Video jetzt wieder Kommentare geben. Siehst du, die Aktienmärkte steigen doch. Es sind jene, die das kommentieren, die sich natürlich dann, als wir den Einbruch hatten, den sie natürlich nicht vorhergesehen hatten, immer wegducken, dann plötzlich schweigen. Aber dann, wenn die Kurse steigen, so wie heute, dann sind die wieder da. Der Permabär Fugmann und so weiter. Ja, ich bin der Auffassung, dass Kurse an den Märkten steigen, aber eben auch fallen können. Und dass die Märkte sehr hoch, zu hoch bewertet sind, das kann man hinterfragen, da kann man sagen, das sehe ich anders, okay. Aber wir haben ja gesehen, dass da irgendwie schon ein bisschen Stress gekommen ist, aber jetzt sagen die Dauerbullen, naja, aber das ist doch jetzt alles vorbei, jetzt ist alles gut. Zumal wir jetzt die weiche Landung der US-Wirtschaft haben, nach den heutigen Daten scheint sich das zu bestätigen, aber die Betonung liegt auf scheint, denn diese Daten waren nicht so gut, wie die Headline hier ein bisschen suggeriert, gerade bei den Einzelhandelsumsätzen. Jetzt sagen viele natürlich, ja, jetzt sucht er wieder das Haar in der Suppe, aber es ist so und ich zeige auch, wieso das so ist. Das ist das eine. Und das zweite ist, naja gut, aber selbst wenn jetzt die Wirtschaft besser dastünde, als sie wahrscheinlich tatsächlich dasteht, dann sinkt eben die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen so stark sinken, wie die Märkte auf der anderen Seite längst eingepreist haben. Dazu kommt, dass wir jetzt an sehr zentralen charttechnischen Widerständen sind, Levels sind, die sich eigentlich anbieten für diejenigen, die diese Rallye gespielt haben, jetzt eben Gewinne mitzunehmen. Morgen dazu noch der kleine Verfall, der ein Gamechanger sein kann, wie Optionshändler hier mir berichten, aufgrund der Positionierung. Aber schauen wir uns die ganze Geschichte mal an. Wir haben diese Einzelhandelsumsätze deutlich besser als erwartet. 1,0%. Und das klingt schick, wenn erwartet wurde 0,4%. Die beste Headline seit April 2022. Aber ja, die Fed, die muss mit Notfallsitzungen jetzt sofort die Zinsen senken. Passt nicht so ganz zusammen. Aber wir sehen, dass ohne Autos die ganze Geschichte bei plus 0,4% wäre. Also es sind die Autos, die offenkundig hier die zentrale Rolle gespielt haben. Dazu wurden dann wieder mal Vormonate revidiert, vor allem jetzt der Vormonat Juni, wir hatten ja heute die Zahlen aus dem Juli, minus 0,2% statt vorher unverändert. Ich würde mich interessieren, was passiert wäre, wenn vor einem Monat, als die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen aus dem letzten Monat veröffentlicht wurden, wenn es da geheißen hätte, minus 0,2%, dann hätte man wahrscheinlich auch gesagt, oh, die Wirtschaft ist doch überhaupt nicht stark, aber jetzt ist sie natürlich super stark. Aber gucken wir uns mal an, wie die ganze Geschichte aussieht, wenn wir das inflationsbereinigt sehen. Wir haben nämlich einen Anstieg der Einzelhandelsumsätze als Umsätze von 2,6%. Laut offiziellen Daten, aber eben ja eine Inflation von 2,9%, wie wir wissen. Das heißt mit anderen Worten, auch in diesem Monat sind zum Vorjahresmonat faktisch, also real, inflationsbereinigt die Einzelhandelsumsätze rückläufig. Das spricht jetzt nicht dafür, dass das jetzt so bombenstark ist, wie diese Zahl eben suggeriert. Und unten sehen wir mal die Inflation Adjusted Retail Sales. Die sind im Grunde seit 2 Jahren negativ, also inflationsbereinigt fallen die Umsätze steigen natürlich, wenn die Preise steigen, logisch, und wenn bei steigenden Preisen aber die Umsätze weniger stark steigen als die Preise, dann fallen in der Realität die Umsätze. Das wird gerne vergessen. Dazu hatten wir den Philadelphia Fed Index, der deutlich schwächer war als erwartet, negativ wieder mal mit minus 7, vor allem Beschäftigung ganz schwach. Das Einzige, was gestiegen ist, das sind die Preise mit 24,0, und auf der anderen Seite hatten wir dann auch noch die Industrieproduktion aus den USA, minus 0,6% bei einer Erwartung von minus 0,3%, auch die Kapazitätsauslastung sehr schwach mit 77,8%. Also jetzt nicht so richtig ganz tolle Daten. Hier sehen wir mal die Industrieproduktion auch in den USA, die ist nicht so richtig gut. Und vor allem, was besonders stark gefallen ist, das ist die Autoproduktion. Wir haben jetzt den größten 3-Monats-Rückgang seit Corona, wie diese Industrieproduktionsdaten gezeigt haben. Und das wirft doch ein paar Fragen auf, zumal 2 Drittel des Anstieges ja, wie gesagt, wegen den Autoverkäufen gewesen sein soll, während gleichzeitig, wie wir aus den Inflationsdaten wissen, ja vor allem Gebrauchtwagen, aber auch die Preise für Neuwagen stark gefallen sind. Okay, das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und warum fallen die Preise? Naja, Preise fallen, wenn die Nachfrage gering ist, normalerweise. Dann müssen die Händler eben sagen, gut, dann senken wir die Preise, wie das bei gebrauchten E-Fahrzeugen ist. Also irgendwie ist das schon ein bisschen merkwürdig, passt nicht so richtig gut zusammen.
Ich will jetzt keine Manipulation unterstellen direkt, aber es ist natürlich für eine Regierung, die jetzt im Wahlkampf ist, die hofft, nämlich die Demokraten, die Wahlen wieder zu gewinnen, dass man da die Zahlen ein bisschen hübscht, um dann wahrscheinlich im nächsten Monat diese Zahl wieder ziemlich deutlich nach unten zu revidieren. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Also das ist wirklich etwas, was erstaunlich ist. Der Index hier etwa bei der Industrieproduktion ist 8% gefallen. Das ist wirklich erstaunlich, was da passiert. Aber gut, es ist eben wie es ist. Und Sven Hendrik stellt die Frage, ja gut, wenn die Industrieproduktion eigentlich, naja, nicht steigt, sogar latent negativ ist, was ist denn dann jetzt eigentlich mit den nachhaltigen Earnings, mit den nachhaltigen Gewinnen, mit den nachhaltigen Margen der Unternehmen? Und auch das passt nicht so richtig zusammen. Aber es ist natürlich so, dass die Märkte das machen, was sie machen. Die normative Kraft des Faktischen. Wir haben dann heute auch die NHAB Homebuilder Sentiment bekommen. Also wie sind die Amerikaner gelaunt in Sachen Hauskauf? Sind sie da optimistisch oder nicht optimistisch? Und da sind wir auf ein neues Allzeittief gefallen. Der Index kam rein bei 39 unterhalb der tiefsten Schätzung. Das ist wie gesagt ein neues Allzeittief. Liegt schlichtweg daran, dass wenn du ein Haus kaufst und die Preise sind ja weiter gestiegen, das im Median $440.000 kostet, dann brauchst du mindestens ein Einkommen von $90.000 pro Monat, müsstest dann $2.500 zahlen, wenn du auf 20 Jahre finanzierst mit einer durchschnittlichen Rate von 6,3%. Und das können sich immer weniger Leute leisten. Deswegen hofft man ja so stark auf die Zinssenkung und hofft, dass dennoch die Fed nicht die Zinsen senkt, weil der Arbeitsmarkt schwächer wird. Wir haben dann ordentliche, wirklich gute Erstanträge gesehen, also hier wirklich gute Daten, aber das stellt eben dann auch die Frage, naja, die Fed hat ja gesagt, naja, wir machen uns Sorgen über den Arbeitsmarkt, aber jetzt haben die letzten beiden Erstanträge, die letzte Woche war nicht so wirklich gut, die war optisch gut, aber wenn man genauer hingeguckt hat bei Continuing Claims, dann war das nicht gut. In dieser Woche ist das anders, da waren noch die Continuing Claims, also die fortgesetzten Anträge niedriger. Warum also dann unbedingt diese Zinssenkung? Heute auch optimistische Aussagen von Walmart, die wahrscheinlich auf Kosten eben der Konkurrenz weiter zulegen können. Das ist ein Trend, der sich abgezeichnet hat schon in einigen Monaten. So oder so, wir haben jetzt doch Entwicklungen an den Fed Fund Future Märkten, also den Märkten, die die Zinswahrscheinlichkeiten einpreisen. Da sehen wir ja jetzt maximal 72,5% oder die Wahrscheinlichkeit 72,5%, dass die Fed die Zinsen nur um 0,25 senkt. Noch gestern und vorgestern war die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Fed einen großen Zinsschritt macht. Das scheint jetzt nicht mehr so unbedingt der Fall zu sein. Und hier sehen wir, dass man weniger Zinssenkungen einpreist. Jetzt noch in diesem Jahr, nämlich 3 Stück. Zuvor waren 4 eingepreist. Also die Zinssenkungserwartungen gehen zurück. Und ja, was ist denn mit Leuten wie Jeremy Siegel, der noch vor kurzem geschrien hat, oh, ihr müsst die Zinsen senken, Notfallsitzung, mindestens bei jeder Sitzung ein 0,75% etc. etc. Hier sagt ein Twitter-Kommentator, also das nächste Mal, wenn die Märkte 5% fallen, dann wird er nach 5% Zinssenkungen rufen auf einen Schlag. Also es zeigt so ein bisschen die Verlogenheit, so ein bisschen auch das Wechselhafte an den Märkten. Aber eins scheint klar, die Fed wird wirklich im September die Zinsen senken, das signalisiert sie immer mehr, aber eben nur um 0,25. Und dann eben die Frage, naja, aber wie geht es dann weiter? Werden wirklich die weiteren Zinssenkungen kommen? Das muss man sehen. Der neue St. Louis Fed-Chef Musselam, der hat jetzt gesagt, ja, also ich würde eine Zinssenkung unterstützen, weil eben auch der Arbeitsmarkt nicht länger ein Upside-Risiko für die Inflation bedeutet. Und Bostic ist ja auch umgekippt gestern, nachdem er einen Tag vorher noch gesagt hat, ja, also frühestens Ende des Jahres hat er jetzt gesagt, ich bin offen für eine Zinssenkung im September. Und das, obwohl die Inflationsdaten, ja, die wir bekommen haben, den Erwartungen entsprachen, also jetzt sozusagen nicht etwas waren, was komplett außerhalb der Reihe war. Bulls go wild, ja, die sind natürlich jetzt on a fire, nachdem sie den Abverkauf wahrscheinlich erlitten haben, sind sie jetzt extrem selbstbewusst. Wir sind aber eben charttechnisch an sehr wichtigen Fibonacci-Levels beim Nasdaq 61,8er, beim S&P 78,6er. Die Frage ist, wenn man sich anschaut, wie steil jetzt dieser Anstieg war, ist das so sinnvoll, jetzt zu kaufen oder eben nicht? Es war eben auch nicht sinnvoll, nach dem herben Abverkauf noch auf weiterfallende Preise zu setzen.
Aber offenkundig hatte doch das einigen Schaden hinterlassen, gerade bei Vermögensverwaltern. Hier sehen wir unten mal die NAAIM-Number, die ist jetzt runter auf 56,56. Das ist doch ein deutlicher Rückgang. Und ich vermute, die mussten dann in diesen Markt heute rein. Dazu noch ein Short Squeeze, der stattgefunden hat, während die Privatanleger weiterhin sehr, sehr bullish sind mit 42,5%. Aber wir sehen jetzt den größten Rückgang der Geschichte, was den VIX betrifft, auch heute wieder. Ist der VIX im Minus, ich glaube jetzt 6 Tage. Und das scheint hier eine Stabilität zu suggerieren, die aus meiner Sicht nicht vorhanden ist. Solche Anstiege haben meistens einen Grund, vielleicht noch eine Anmerkung zu Gold. Das sieht irgendwie topisch aus. Hier im Bereich 2480, da wird es schwer. Wir haben jetzt gesehen, dass Gold dann ein bisschen runtergekommen ist. Also hier wäre ich auch vorsichtig, was das betrifft. Gold ist, wenn man es als Investition sieht, immer ein Investwert, aber sozusagen aus Spekulationsgesichtspunkten würde ich das derzeit nicht auf der Long-Seite nehmen. Und vielleicht auch typisch für die Märkte derzeit, die SEC hat jetzt ein Fund approved, genehmigt von MicroStrategy. Einen gehebelten Fonds, der wiederum und MicroStrategy Sailor wettet ja auf Bitcoins, die er auf Kredit kauft. Das hat so diesen Geschmack von 1929, die Leute kaufen auf Kredit ein Asset in der Erwartung, dass das Asset steigt. Aber was passiert, wenn das Asset nicht steigt? Also wir sehen die Hebelung der Hebelung, das sind alles ganz tolle Zeichen, dass die Party unbedingt weitergeht und völlig gefahrfrei ist, wie wir bei den Yen Carry Trades gesehen haben. Und wenn wir nach Asien gucken, dann sehen wir ein großes Problem für die Weltwirtschaft insgesamt sind die fallenden Hauspreise in China. Das macht die Chinesen faktisch ärmer. Dementsprechend ist keine Erholung der chinesischen Kultur, die Kultur ist eine Hochkultur, aber der Konjunktur zu erwarten. Und wenn wir nach Deutschland kommen, hier neue Zahlen des Instituts RWI, 23 Milliarden Dollar werden alleine die Förderungen betragen des Bundes, die Ökostromförderungen, also die von Herrn Trittin benannte Kugel Eis, kostet alleine in diesem Jahr 23 Milliarden Dollar. All das sind ja Kosten, die so immens sind. Wir werden Billionen für diese Energiewende bezahlen, die im Endeffekt dem Planeten, dem Klima nicht wirklich nachhaltig etwas bringt. Die anderen, die gucken eher mit Belustigung auf uns, statt zu sagen, Mensch, die Deutschen sind ein totales Vorbild, weil wir komplett einseitig sind, weil unser CO2-Verbrauch aufgrund der Kohlekraftwerke tendenziell wieder nach oben geht und man erstmal springt, bevor man sich erkundigt, wie tief das Wasser eigentlich ist. Und dann eben noch diese Geschichte mit Nord Stream. Was ist da eigentlich los? Die Bundesregierung ja sehr, sehr desinteressiert an dieser ganzen Geschichte. Jetzt wird immer wahrscheinlicher, Wall Street Journal hat das ja jetzt berichtet, dass eben die Ukraine inklusive Herrn Zelensky da dabei ist. Jetzt muss man sich mal vorstellen, das wäre ein anderes Land gewesen. Erst hieß es ja, die Russen waren es, aber stellen wir mal vor, es wäre jetzt ein anderes Land, dem wir nicht so positiv gegenüberstehen wie derzeit der Ukraine. Was dann los wäre? Ich finde hier ein interessantes Gedankenspiel, gerne auch weiterempfehlen, wenn Ihnen dieser Artikel gefällt. Und die EZB hat ein anderes Problem, nämlich schwache Produktivität und steigende Löhne. Das ist eine Kombination, die sehr viele Zinssenkungen auch ein bisschen schwierig macht, auch wenn die Konjunktur echt schwach auf der Brust ist in der Eurozone, also diese beiden Empfehlungen. Und jetzt an die Dauerbullen, kaufen, 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 kaufen. 40, servus, ciao.